Die Redakteure des Politmagazins Nokta stehen unter Druck, seit die Polizei vor 2 Monaten die gesamte Auflage der Zeitschrift konfiszierte. Ein Titelblatt hatte Präsident Erdogan verärgert. Die Fotomontage zeigt den Staatschef beim Selfie mit dem Sarg eines toten Soldaten im Hintergrund. Anspielung auf den neu entfachten Konflikt mit der PKK. Den, so glauben Kritiker, Erdogan absichtlich und ohne Rücksicht schüre, um rechtsnationale Wählerstimmen zu holen. Sie werfen uns Propaganda für eine Terrororganisation vor. Jeder Kritiker ist jetzt ein Terrorist hier, sagt Chefredakteur Güven. Da droht Gefängnis, seit Erdogan das Justizsystem unter seine Kontrolle gebracht hat. Nach Beweisen für solche Beschuldigungen zu fragen oder nach der Rechtsgrundlage, das bringt gar nichts. Sie haben kein Recht auf Verteidigung, entlastendes Material vorzulegen. Sie werden einfach so konfisziert. Trotz der Polizeiaktion legten die Nokta-Macher nach. Sie veröffentlichten Gesprächsprotokolle von AKP-Krisensitzungen nach der letzten Wahlschlappe. Da ist von Panik in der Partei die Rede, von internem Unmut über die Machtgier Erdogans. Ein beklemmender Einblick in das Innenleben einer Partei, die offenbar nur noch den Interessen eines Mannes dient. Natürlich wissen Sie bei der AKP, dass es schlecht um Sie bestellt ist. Aber es zählt eben nur noch, was Erdogan sagt und will. Das zeigen diese Protokolle sehr deutlich. Im Wahlkampf versuchte Ministerpräsident Davutoğlu diesmal stärker soziale und wirtschaftliche Themen anzusprechen. Aber jeder Wähler kennt das eigentliche Ziel der AKP. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen die Alleinregierung. Also Bürger, an die Arbeit. Wir brauchen die absolute Mehrheit. Danach sieht es nicht aus. Die Opposition ist zuversichtlich. Wahlforscher erwarten keine großen Ergebnisveränderungen. So steht das Land da, wo es im Juni schon stand. Nur, dass mehrere hundert Menschen inzwischen bei Anschlägen und im Konflikt mit der PKK getötet wurden. Die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt und der Druck auf Presse- und Regierungskritiker noch größer geworden ist. Eine Koalition zu bilden wird diesmal noch schwieriger werden. Der Druck ist größer, die Wirtschaftslage schlechter. Und die Tatsache, dass der Präsident alle Entscheidungen trifft, erhöht die Spannungen noch und erschwert die Ausgangslage. Er werde das Wahlergebnis respektieren, hat Präsident Erdogan heute angekündigt. Das allerdings hatte er auch schon vor der letzten Parlamentswahl erklärt.